Oh, Niklas. Wie bitte? Oh, Niklas. Also die eine ist halt gefühlt so 22 und die andere 50. Also ich mag, wenn du mich haust. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblind dated. Wir haben 6 stramme Typen hinterm Vorhang und eine bezaubernde Dame vorm Vorhang, die ich euch gleich vorstelle. Aber bevor wir ins Video starten, ihr wisst, Leute, ich habe eine kleine Herzensangelegenheit, die spreche ich immer wieder an. Und das ist mein Podcast. Den könnt ihr auf Spotify hören oder auch als Videopodcast anschauen. Zusammen mit Laura Abler, ziemlich beste Fremde. Checkt das Ganze gerne mal ab. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Jetzt kommt der Trailer von der heutigen Kandidatin. Das ist Laura. Sie ist sportlich, aber auch viel unterwegs. Ob mit Freundinnen oder auch mal alleine im Urlaub. Laura zeigt auch gerne viel von sich. Mit viel Engagement wurde sie zum Wiesn-Playmate gewählt und hat es aufs Playboy-Cover geschafft. Natürlich durfte sie dann auch auf die Wiesn und von der Bühne aus Stimmung machen. Den Hahn hat sie O-zapft. Mal schauen, ob sie heute einen Mo-O-zapft. Ja, okay, ich habe mein Bestes gegeben mit Bayerisch, entschuldigt mich. Die Jungs stehen ready hinterm Vorhang und warten auf ihre Fragen. Let's date. Was geht ab? Schön, dass du es möglich gemacht hast, herzukommen. Ja, freue mich auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich bin echt gespannt. Bist du fit? Ja, schon. Also ich war gestern noch feiern, aber das geht schon. Wie viel hast du geschlafen? Wie viele Stunden? Boah, ich glaube so 3 Stunden. Oh. Sowas, ja. Hä, warum? Hattet ihr direkt wieder was zu tun oder wie? Also das ist so eine lange Geschichte, die erzähle ich jetzt besser nicht. Oh nein, weil ich glaube, jemand hat sich in Köln verirrt. Wir hatten sogar einen Autounfall, also waren noch bei der Polizei. Ja. Okay, ja, passiert. Aber ich hoffe, dass jetzt hier alles besser läuft. Ja. Ich hoffe, was ist denn ein Type, Typ, Mensch, boah, was du gerne hinterm Vorhang jetzt stehen haben wollen schwierig würdest? Schwierig zu beschreiben. Also ich glaube, ich schaue halt schon ziemlich so eher immer so auf die Ausstrahlung. Mhm. Aber das ich mag ist genau das, was du heute nicht sehen wirst. Ja, ich mag tatsächlich, wenn die Jungs ein bisschen sportlich sind, weil ich selber halt auch viel Sport mache. Und ich habe auch so einen Tick mit Haaren, also nice Haare. Sind meine Haare nice? Ja, doch schon. Super. Dann darfst du dich einmal umdrehen und dann machen wir den Vorhang hoch. Okay. Runde 1. Du darfst dich gerne einmal umdrehen. Okay. Denn wir sehen jetzt Schuhe. Achtest du, legst du viel Wert auf Schuhe? Ja, es geht so. Keine Ahnung. Ich schaue nicht so auf den Boden, aber mir fällt auf, die 1 ist schon ziemlich, also sie sind ein bisschen dreckig, die Schuhe. Ja, aber vielleicht war ja gestern auch feiern. Aber wo warst du eigentlich feiern in Flamingo. Köln? Flamingo. Ah, ja. Da waren echt viele gestern. Ja. Ich aber nicht. Alter, da ging es richtig ab. Ja? Ja, erst dachte ich mir so richtig scheiß Club, aber dann war es eigentlich ganz cool. Ist tatsächlich so eine Adresse, wo man in Köln schon hingehen kann. So. Ja. Find ich gut, hast du gut entschieden. Ja, okay. Nummer 2 ist sauberer, Nummer 3 auch. 4 ist tatsächlich vor einer Stunde wahrscheinlich erst die Schuhe gekauft. Ja, sieht echt so aus. Sehr, sehr clean. Nummer 5, wir haben viele Air Force. 1, 2, 3. Ich kenne mich halt mit Schuhen, also mit so Sneakers tatsächlich gar nicht so gut aus, weil ich bin mehr der Stiefelträger. Aber bei Jungs, keine Ahnung. Wenn es halt passt, dann passt es halt, ne? Auf jeden Fall hast du uns ja auch Fragen mitgebracht. Ja. Heißt, du kannst ein bisschen so auf Tuchfühlung gehen. Wie sind die Jungs so drauf? Mhm. Wie hören die sich an? Stimme finde ich immer sehr wichtig. Wichtig? Ich krieg was. Frag mal gerne deine erste Frage. Also ich würde sagen, ihr könnt euch gerne mal kurz vorstellen, wie ihr heißt und was ihr so im Leben macht und vielleicht wie alt ihr auch seid. Also Name, Alter, Beruf, Hobby, haut mal gerne raus. Nummer 1. Hi, servus, ich bin der Wilson, 27 Jahre alt, wohne in Berlin und arbeite dort als Erzieher. Oh, alles krass. Klar, Wilson, danke dir. Eine sehr tiefe Stimme. Ja. Nummer 2. Yes, moin, ich bin der Jan, was 25 geht? Jahre jung. Und wie alt? 25 Jahre, komme aus Kiel, also ganz im Norden quasi. Und bin Immobilienmakler. Mhm. Okay. Nummer 3. Jo, ich bin der Niklas, bin 20 Jahre alt, bin Garten- und Landschaftsbauer und spiele so noch Fußball und bin einfach viel mit Freunden. Okay. Nummer 4. Hi, ich bin der Dominik, ich bin 25 Jahre alt, komme hier auch aus Köln und ich bin Headhunter. Was für ein Ding? Im Personalbereich einfach. Okay. Also in der Personalabteilung. Ja, praktisch. Genau. Okay. Mhm. Nummer 5. Hi, ich bin Roberto, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus Troisdorf und bin Künstler. Was heißt Künstler? Ja, das ist sehr umfangreich bei mir. Ich bin Schauspieler, bin aber auch in Shows ganz viel tätig, also im TV. Und ansonsten mache ich Musik, Model aber auch und habe einen eigenen Merch, habe ein Buch geschrieben. Also wirklich viel. Und ehrenamtlich bin ich auch noch unterwegs. Krass. Einfach Oliver Pocher, ne? Ja. Sein Bruder. Nummer 6. Hi, ich bin Erik. Ich bin 22 Jahre alt und beruflich, ich bin Physiotherapeut und Ernährungsberater in Ausbildung. Okay. Wie alt bist du denn? Ich bin 23 geworden. Da musst du gerade überlegen, wie alt du bist. Das ist krass. Was machst du beruflich? Aktuell mache ich nicht so. Also ich habe es studiert. Mhm.
Und ich mache jetzt ein Praktikum jetzt erstmal. Ich habe gesehen, das musste ich ja eh ansprechen, ne? Ich habe ja gesehen, du warst im Playboy, ne? Ja. Wie ist das zustande gekommen? Ich habe mir tatsächlich das ein Jahr lang überlegt, ob ich das mache. So lange hast du Zeit? Ja. Wenn die Anfragen... Nee, ich habe die Anfrage nicht bekommen. Ich habe mich beworben tatsächlich. Ah, krass. Weil eine Freundin von mir, die oder beziehungsweise Bekannte von mir, die Stella, die hat das halt auch gemacht. Und mir haben halt auch immer richtig viele gesagt, ich könnte das gut machen. Und ja, deswegen... Hast du dafür Geld bekommen? Ja. Viel? Darf ich nicht sagen. Aber so ungefähr? Darf so ich nicht sagen. Also so 1, 2, 3. Darf ich nicht sagen. Mehr als 1000? Ja, schon. Oh, nicht schlecht. Vielleicht gehe ich auch mal. Das sind die Jungs. Okay, schwierig. Du kannst auch noch eine Frage hinterher stellen, wenn du Bock hast. Oder du gehst nach Bauchgefühl, sagst, okay, die Schuhe gefallen mir nicht. Boah, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist. Irgendwie. Ja, jetzt sieht man halt aber echt noch nicht viel bei den Schuhen. Ist wirklich. Ja, das ist echt gemein. Film. Warte, das erste war Erzieher, Immobilienmakler oder zweiter? Genau. Irgendwas mit Land? Gärtner und Landschaftsbau. Gärtner. Gärtner. Gärtner auf gut Deutsch. Was hat die 4 nochmal gemacht? Headhunting. Ja, genau. Also Personalbereich. Nummer 5 war Oliver Pocher. Und Nummer 6 habe ich mir auch nicht mehr gemerkt. Physiotherapie. Physiotherapie. Das finde ich aber ganz cool. Kann dir eine lockere Massage geben. Ja. Hier, ne? Aber Massage nur mit Happy End. Nein. Oh mein Gott. Das war jetzt selbstverständlich cringe. Nicht. Ja, also nein, aber nee. Kann auch ein Plus sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann mache ich irgendwie die 4 raus. Irgendwie die 4 raus. Das war so random jetzt. Okay, dann mache ich irgendwie die 4 raus. Okay, die Person mit den saubersten Schuhen darf einmal zu uns nach vorne kommen. Was geht ab? Hi. Grüß dich. Ja, aber hey, passt eigentlich. Das Outfit. Sorry. Zu was passt das? Passt zusammen, also die Schuhe passen. Passt das Outfit zu dir? Boah, weiß ich nicht. Aber langfristig jetzt, waren die Schuhe zu sauber oder was? Hätte ich ein bisschen dreckiger machen sollen? Ich weiß nicht. War Bauchgefühl? Es war einfach so Bauchgefühl irgendwie. Die goldene Mitte halt, ne? Scheiße, Mann. Ja. Tut mir leid. Aber alles gut. Danke dir trotzdem fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Es ist leider hart, weil man an den Schuhen wirklich nicht viel ausmachen kann. Aber deshalb haben wir zum Glück Fragen, denn in der ersten Runde musst du 2 Leute rauswählen. Heißt, der Vorhang geht leider nicht nach oben. Nein. Mm-mm. Scheiße. Okay, und zwar jetzt kommt es ein bisschen intimer. Habt ihr irgendwie einen Fetisch oder irgendwas so Vorlieben beim Sex? Ja. Jetzt könnt ihr richtig punkten, Jungs. Ja. Ne? Ich bin gespannt, was ihr antwortet. Wir fangen mal jetzt bei Nummer 6 an. Ja, würde ich auch sagen. Nummer 6 war eh schon hier direkt ready. Der steht selbst so auf Massagen und ja, sowas. Jetzt muss ich aber selber passen. Also mir wird jetzt spontan nichts einfallen, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie so eine besondere Vorliebe von mir. Also es darf schon mal ein bisschen härter zugehen. Oder muss. Mhm. Aber abgesehen davon könnte ich jetzt nichts Konkretes sagen. Okay. Okay, Nummer 5. Also meine Vorliebe beim Sex ist auf jeden Fall Liebe, ne? Aber es ist ja kein Fetisch, oder? Ach so, es geht jetzt hier speziell um Fetische. Okay, nee, da habe ich keinen. Okay. War trotzdem eine süße Antwort mit der Liebe, finde ich. Ja, das war echt süß. Nummer 3. Ach so, konkret, so ein Fetisch hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Aber es muss einfach passen. Und ich finde immer ganz gut, wenn man vorher vielleicht spricht und auch guckt, worauf die andere Person steht. Und dann vielleicht so eine gesunde Mitte finden und einfach, dass beide Spaß haben. Mhm. Also ich mag, wenn du mich haust. Okay, Nummer 2. Schwierig zu sagen, also ich mag es grundsätzlich, dominant zu sein. Im Gegenpart dann natürlich, dass die Frau sich auch entsprechend unterwirft, wenn man es so ausdrücken will. Wie ein Hund. Genau, also auf jeden Fall gerne härter und fesseln sowas in die Richtung. Okay, Nummer 1. Ich schließe mich zum Teil der 2 an, also ich mag es da auch härter. Würgen, bisschen harte Zehen, Arsch versohlen. Ich gehe auch gerne auf so Kinky-Partys, also ich komme ja aus Berlin, ach, krass. Deswegen gehe ich gerne ins KitKat. Auch starke Aussage, ich komme ja aus Berlin, deshalb, man muss ja da. Kommt man nicht drum rum, ne? Okay. Ja, so. Und kann ich noch eine Frage stellen? Ich will erstmal wissen, was dein Vibe jetzt ist, was du da jetzt rausziehen konntest. Hier, Kinky-Partys, hart, Liebe. Also ich würde sagen, die ersten 3, die wissen halt schon genau, was sie wollen. Mhm. Und hinten war so ein bisschen so... Also ja, war das für dich so... Da ist besser, das, glaube ich, das Selbstbewusstsein so ein bisschen höher irgendwie. Und das ist dir wichtig? Ja, weil ich selber bin auch sehr selbstbewusst. Und wenn ich jetzt jemand habe, der nicht so selbstbewusst ist, dann ist für mich schwierig. Dann lass doch mal die 1, 2 und 3 können einen Schritt zurück machen und wir stellen 5 und 6 nochmal eine Frage. Okay. Mögt ihr Harry Potter? Und wenn ja, habt ihr da so einen Lieblingscharakter oder habt ihr es gar nicht geschaut? Nummer 5? Ich mag Hagrid. Und hab halt die Serie jetzt im Anpeil, die kommt ja jetzt bald online oder ist, ich weiß gar nicht genau. Und bin gespannt, ob die das so gut nachrealisieren können, wie in dem Film halt, ne? Weil da waren ja Millionen von LEDs im Einsatz, damit das überhaupt so dargestellt werden konnte, das ganze Schloss und. Mhm.
Nummer 6? Also ich habe zuerst immer die Bücher gelesen und dann den entsprechenden Film geguckt. Oh. Und wenn ich einen Lieblingscharakter nennen müsste, wäre das, glaube ich, Albus Dumbledore aus den ersten beiden Filmen. Das war schon eine sehr genaue Angabe. Bist du Harry Potter-Fan, oder? Ja, also schon ziemlich. Ich habe auch alle Teile gelesen. Und mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Snape. Also ich finde ihn richtig nice, weil am Ende wird er halt richtig gut. Mhm. Und ja, ich würde die 5 rauswählen. Ja? Ja. Einfach weil der 6 hat rasiert, ja, mit der Harry Potter-Antwort, ja, ne? Ja. Nummer 5, darfst gerne einmal zu uns nach vorne kommen. Hallo. Was geht ab? Hi. Wie geht's? Grüß dich. Cedric, hi. Laura, hi. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ja? Ich habe Harry Potter auf jeden Fall gesuchtet, aber jetzt mittlerweile. Ja. Ich habe andere Sachen, die ich mache. Ja, ich habe gehört, Bruder, du machst gefühlt alles. Zu tun, ja. Was machst du nicht, ist die Frage. Ja, ich weiß selber nicht. Also ich bin noch dazu ambitioniert, jetzt ein eigenes Getränk zu machen und sowas. Ich habe jetzt ein eigenes Interviewformat auf die Beine gestellt, das Interviewformat bei YouTube. Mhm. Und habe da einige Stars, Influencer, die da zu Gast sind. Und ja, das. Geil, wo hast du geschauspielert? Geschauspielert bei Manta Manta 2 hatte ich eine kleine Kleindarstellerrolle zum Beispiel, bei Unter uns, Köln 50667, okay. Ein Kurzfilm, genau. Stark. Das Bruder, ist cool, ja. Dann dir auf jeden Fall weiteren Erfolg bei deinem Weg, ne? Ja, danke dir fürs dabei sein. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Runde 2. So, darfst du einmal umdrehen? Jetzt okay. Sehen wir wow. Bis zum Gürtel alles. Ach, krass. Und wir haben nur Jeans tatsächlich, kein Rock. Keine Leggings. Gott sei Dank, keine Skinny Nichts Jeans. Nichts dabei, keine Ahnung. Keine Skinny Jeans, ja, das ist schon das mal gut, ich ne? So. Ich sag dir ehrlich, bei Nummer 1, so, das Das sieht schon krass aus, ja. Mhm. Boah, hier auch Tattoos, ne? Ja. Rolex-Tattoo auf den. Ja. Sieht schon nice aus. Wie stehst du zu Tattoos? Also ich selber habe gar keine Tattoos. Ich habe nämlich richtig Angst vor Nadeln. Mhm. Aber ich find's nice, also. Ja, Nummer 2. Hat basic. Keine Tattoos. Einfach basic. Hast du Tattoos? Nee, keine. Ich habe Angst vor Nadeln, also sympathisch. Oh, eine Gemeinsamkeit. Wow. Yay. Nummer 3, hast du Tattoos? Nee, ich habe auch keine. Okay, zeig mal deine Hände. Frauen mögen Hände, vergesst das nicht, Jungs. Zeigt eure Hände. Ja, ich würde auf jeden Fall jedem mal so die Hand geben. Ja, mach das. Ja, meine sind jetzt ein bisschen schwitzig. Ja, okay, dann warten wir komm, kurz. Alles gut. Ja, ich glaube, es wird nicht besser. Ich kenne mich aus mit schwitzigen Händen. Aber voll kalte Hände, ja. Ja. Okay. Ja, boah, du hast voll warme Hände. Alter, dieser Unterschied. Hände. Ja. Ich weiß. Du hast auch warme Hände. Oh, warte mal. Das ist voll komisch. Er wollte nicht so lange halten, deine Hände. Der Physiotherapeut. Dankeschön, den muss man wieder neu machen. Okay. Hast du irgendwo was gespürt? Ist irgendwas? Nee. Nein? Nicht. Schade. Aber auf jeden Fall haben alle sehr gepflegte Hände, was ich jetzt so sehe. Das stimmt. Weil ja. Ich finde das ganz schlimm, wenn man seine Hände irgendwie nicht so pflegt. Nummer 6, ich muss mir das hier einmal nochmal, der hat hier den Schlüssel raushängen. Also mal kurz gucken, was für ein Auto du fährst, Bro. BMW, okay. Vielleicht ist das ja eine wichtige Info. Ja. Falls du jetzt Mercedes-Fahrerin wärst, kann ja sein, du hast Beef mit dieser BMW. Also ich komme ja aus Bayern, da fährt man halt mehr BMW das tatsächlich. Das stimmt, da sind echt viele BMWs unterwegs. Hat auch symbolischen Wert. Ja, auf jeden Fall. Ist bei mir alles dran, Schlüssel für Garage, Haustürschlüssel, Autoschlüssel. Nur der Schlüssel zum Herz, der fehlt noch. Oh. Okay. Sie war gar nicht überrascht. Hat leider wirklich gar nicht funktioniert gerade. Ich habe sogar noch versucht, so ein bisschen, naja. Gut, dann schießen wir noch eine Frage hinterher, ne? Sollst die Jungs ja kennenlernen. Meine Frage ist, oder könnt ihr mal einen richtig lustigen Witz erzählen? Weil ich bin so ein Mensch, ich lache richtig viel und ich lache halt auch wegen jeder Scheiße. Aber es ist schon wichtig, dass der Humor halt irgendwie auch passt. Nummer 6, fangen wir bei dir an. Der dauert ein bisschen. Gut. Oh Gott. Eine Frau und ein Mann heiraten und die Frau sagt, ich habe eine Box, die lege ich unters Bett und da darfst du niemals reingucken. Der Mann sagt, ist okay. Und nach 40 Jahren Ehe wird er irgendwann neugierig und guckt in die Box rein, findet 3 leere Bierflaschen und Kleingeld im Wert von 12.000 Euro. Am Abend beim Abendessen fragt er seine Frau, so, ich habe es nicht länger ausgehalten, ich musste in die Box gucken. So, kannst du mir erklären, was das mit der Box auf sich hat? Sagt die Frau, ja, jedes Mal, wenn ich dich betrogen habe, habe ich danach ein Bier getrunken und in die Box gelegt. Sagt der Mann, ja, verzeih ich dir noch. Und was hat mit dem Geldbetrag auf sich? Hat die Frau gesagt, ja, jedes Mal, wenn die Box voll war mit Flaschen, habe ich die weggebracht zum Pfand. Das war so lang. Ich hab's aber hast du gefühlt? Also hast du deinen Humor getroffen? Also nach 2 Minuten war meine Konzentration weg. Ach, du hast trotzdem gelacht, ne? So ist nicht. Ja, er hat deswegen, dich zum Lachen ja. Gemacht. Okay. Nummer 3? Bei mir ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich erzähle eigentlich nicht so Witze. Ich bringe eigentlich dann eher die Leute so mit meiner Art zum Lachen und
Kannst du auch machen, ja, du oder kannst ist ja egal. Mal was vormachen oder so. Ja, irgendwas Lustiges. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, da also ist schwierig jetzt gerade so. Das kommt halt so auf die Situation an. Und ich glaube so, wenn man einen Abend miteinander verbringt oder so und auch mit Freunden, kann man mit mir auf jeden Fall schon Spaß haben und auf jeden Fall viel lachen. Also ich lache generell auch schon sehr viel. Okay, Nummer zwei. Also auf Kommando natürlich schwierig, aber was ist gelb, hat einen Arm und kann nicht schwimmen? Gott, keine Ahnung. Ein Bagger. Das ist so schlecht. Ich wollte sogar Dings lachen, so auf den haben wir, aber ich kann nicht, ich konnte nicht. Okay, Nummer eins. Sitzen zwei Männer zusammen, unterhalten sich, sagt der eine, boah, das ist voll schwer, ich bin Pizzalieferant und darf nie naschen. Sagt der andere Mann, ja, was soll ich dir erzählen, ich bin Frauenarzt. Das war, also war bis jetzt auf jeden Fall der Beste, so. Den habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich. Ja, das waren die Witze. Okay. Willst du hier mal rausschmeißen? Ja. Echt? Let's go. Ich bin offen für alles. Machen wir heute mal eine schnelle Runde hier. Ich glaube, ich muss Nummer 6 rauswerfen, weil das war mir zu lang. Also nee, ich kann nicht so viel, ich kann nicht voll, so schnell denken. Also ich kann schon denken, aber ja. Also ich kann nicht schnell denken, aber ich kann denken. Also alles im grünen Bereich. Nummer 6, komm gerne einmal zu uns nach vorne. Was geht ab? Hi. Hi, Laura. Hi, Erik. Was geht, Erik? Wie läuft's? Bruder, stabile Brust, Alter. Ja, aber kein Testo, oder? Kann ich nicht. Das ist alles über die letzten 5 Jahre habe ich mir das ein bisschen antrainiert. Oh, krass. Stark. Mhm. Ich darf dich jetzt auch mal fragen, ne? Hier, ist sie dein Type? Würdest du sagen, ja, nein, vielleicht? Sie ist auf jeden Fall eine attraktive Frau. Ich bin eher so ein bisschen der Typ für Brünett. Nichtsdestotrotz, das lässt sich ja nicht leugnen hier. Also, bist schon auf jeden Fall hübsch. Dankeschön. Und Typfrage ist ja auch immer vom Charakter abhängig. Das ist ja zu oberflächlich, direkt zu sagen, ja oder nein. Safe, oder wir sind halt hier bei einem oberflächlichen Format, ne? Runde 3. So, du darfst dich umdrehen. Warum bist du am Lachen? Ich weiß nicht. Okay. Unsicherheit oder so. Was sagst du? Also ich weiß nicht. Haut dich jetzt nicht aus den Socken, ne? Du kannst ruhig ehrlich sein. Also wir dürfen hier ehrlich sein. Ich will nicht so ehrlich sein, weil dann komme ich so rüber, als wäre ich so richtig oberflächlich. Das ist gut, hier darf man oberflächlich sein, habe ich gerade schon mal gesagt. 100% Ehrlichkeit. Ja, ich bin auch eher so ein Mensch, der direkt immer alles raushaut. Dann lass es raus. Also irgendwie, 2 gefällt mir jetzt nicht so vom Style her. Mhm. Irgendwie, 1 finde ich mega nice, 3 so... Weiß ich nicht, ob ich die Jacke mit der Hose jetzt machen würde, aber... Das ist halt dieses Street-Look, ne? Diese... Ja. UK-Rapper. Also die Jacke. Mäßig. Sama. Die Jacke erinnert mich ein bisschen an die Jacke von meinem Papa, der hat auch so eine ähnliche Jacke. Oh, ja, das ist immer schwierig. Wenn Leute Kleidungsstücke anhaben, die dich an deine Eltern erinnern, ist echt immer sehr schwierig. Schwierig. Ich check, aber ich habe ja vorhin mal in deine Fragen geguckt. Ich habe gesehen, du hast auch so ein paar spicy Fragen. Ein paar interessante Fragen dabei. Okay. Also, wenn ihr einen Dreier haben könntet mit 2 Prominenten, wer wäre das? Egal Mann oder Frau. Das ist eine gute Frage. Nummer 3, was würdest du sagen? Boah, jetzt so ganz schnell, Corinna Kopf und Alexis Blond. Kenne ich gar nicht. Also Corinna und Kopf Streamer, schon. Streamer, glaube ich. Keine Ahnung. Okay, Nummer 2? Ich kenne den Namen von ihr tatsächlich nicht. Ich bin da super schlecht, um mir das zu merken. Aber von Outer Banks, die Blonde. Ich check. Wenn ich den, ich krieg den Namen halt nicht hin. Ja. Und eine zweite Frau wäre dann irgendwie sowas wie Jennifer Lawrence, glaube ich. Okay, da ist aber einen großen Altersunterschied, ne? Also die eine ist halt gefühlt so 22 und die andere 50. Boah, 50? Okay. Ja, das ist Jennifer Lawrence. Ach so, warte, ich verwechsel die gerade. Ich habe gerade an Sandra Bullock gedacht. Ich wollte sagen, das ist doch Tribute von Panama. Ah, ja, okay, alles gut, ist. Alles im grünen Bereich, alles gut. Easy. Nummer 1? Ja, also bei mir ein Dreier mit Prominenten wäre eine Shakira und eine Cardi B. Beide können sich gut bewegen und eine Cardi B ist, glaube ich, ganz wild. Ja. Genau. Er ist mehr so auf diese Juicy, ne? Ja. Ich check. Ich sag dir ehrlich, ich bin voll bei 2. Was meinen Geschmack angeht, ich hätte meine Antworten... Die von Outer Banks ist halt auch echt krass. Also süß. Die sieht richtig gut aus, finde ich. Mhm. Aber ich bin absoluter Shakira-Fan. Echt? Ja. Also sagst du, die Antwort hat dir gut gefallen? Ja. Sollen wir ihm wieder einen Schritt zurücklassen? Ja, er kann schon mal zurückgehen. Nummer 1 kann zurück, bei 2 und 3 haben wir ein Stechen. Du kannst noch was natürlich hinterherhauen. Wenn ihr ein Date mit mir haben würdet, wie würde das aussehen? Oder? Was ihr am besten Fall heute Abend habt, ne? Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt hier gewinnt? Nummer 2. Achso, ja, das bin ich. also was essen gehen ist auf jeden Fall immer gut, so um so ein bisschen sich kennenzulernen, zu gucken, ob sie Tischmanieren hat. Ist mir jetzt nicht 100% wichtig, aber daran erkennt man ja auch, okay, was für eine Erziehung hat sie so ein bisschen genossen. ist sie mit den Händen, Messer und Gabel, weiß wie das funktioniert so. Kann sie Knigge und so. Also magst du das jetzt nicht so,
wenn man so kleckert beim Essen? Oder? Nein, das ist ja kein Problem, das kann ja jedem passieren, wir sind ja alle Menschen, aber es geht halt eher darum, ob man so, keine Ahnung, sich mit dem Ellbogen auf den Tisch abstürzt und keine Ahnung, alles in sich reinschlürft oder wie so ein Scheundrescher das in sich reindrückt. Ja, danach fährt man zu irgendeinem nicen Spot, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat, so ein bisschen schnacken kann. Auf einer langen Autofahrt kann man immer gut reden. So ein bisschen OKF heißt es bei uns oben, Ortskontrollfahrt. Ja, was für ein Ding kommt, was für eine Fahrt? OKF, Ortskontrollfahrt. Ortskontrollfahrt, das ist das? Krass. Was ist das? Ja, man fährt durch die Gegend und schnackt halt. Ne? Durch den Ort fahren. Du kontrollierst, was du nimmst. Not kontrollieren, dass alles gut ist. Das ist krank. Genau, und dann halt so ein bisschen Sterne gucken, ist ja schon dunkel draußen, ist immer ein bisschen romantisch und ja, dann am besten aufs zweite Date hinarbeiten sozusagen. Vielleicht noch ein bisschen rummachen oder so? Nee, nicht beim ersten Date, das ist zu viel. Okay, gut. Nummer drei? Ja, jetzt hier so auf dem Sonntag und bei dem Wetter würde ich auch vielleicht sagen, was essen gehen, sonst aber auch gerne durch ein paar Spätis ziehen und dann noch vielleicht ein paar Bars abchecken. Jetzt heute am besten nicht. Wird mein Chef, glaube ich, morgen früh nicht so gut finden, wenn ich verkatert zur Arbeit komme. Aber ja, sonst halt auch eigentlich lieber im Sommer. Ich bin gerne draußen dann im Sommer und gebe mich auch gerne mit einem Bierchen mal im Park oder so zufrieden. Also ich bin dann nicht so anspruchsvoll. Okay. Welche Antwort hat dir besser gefallen? Boah, also ich fand jetzt beides nicht so krass. Was wäre denn dein Perfekt? Was würdest du das dir denn jetzt vorstellen? Ich fand schon. Ja, also essen gehen finde ich super. Mhm. Ja, okay, dann so spazieren gehen, doch eigentlich, ja, passt schon eigentlich. Okay, dann brauche ich jetzt nur eine Richtung. Wen soll ich rausschubsen? Ich glaube, ich mache die zwei raus. Komm gerne einmal zu uns. Was geht? Hi. Grüß dich, hi. Hallo, Laura. Hi. Jan, hi. Wow, Jan, wie geht's? Wie läuft's? Ja, gut. Wann hast du das letzte Mal eine OKV gemacht? OKV, F, Fahrt. Oh, F, oh. Ortskontrollfahrt gemacht? Ja, hierher, ne, quasi. Ja, du hast ja nicht das Ort. Du hast ja, nicht von Kiel hierher, siehst du ja ein paar Orte. Ne, wir sind schon seit gestern hier und haben in der Nacht geschlafen. Waren jetzt heute in der Therme und. Oh, boah, richtig geil. Gut gehen lassen, ne? Bei Therme ist gut. Geil. Ja, stark, danke dir fürs dabei sein. Danke, dass ich mitmachen durfte. Viel Spaß noch. Das Finale. Ach so, jetzt geht's nicht weiter hoch, gell? Nee, hast du gut erkannt. Es geht tatsächlich nicht weiter hoch. Du kannst dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was du hier siehst. Aber wir dürfen natürlich auch noch ein paar Fragen stellen. Okay, ich hätte noch eine Frage. Mhm. Wenn ihr einen Tag mit einer Person verbringen würdet, egal ob die jetzt tot oder lebendig wäre, welche wäre das? Und warum? Würde mich natürlich auch interessieren. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Nummer drei. Ja, ich würde sagen, safe mein Opa. Der lebt leider nicht mehr, aber ich habe früher immer viel mit dem gemacht. Der ist immer mit mir zum Fußballtraining und Fußball hat uns generell eigentlich so verbunden. Und sowas vielleicht nochmal zu machen mit ihm ins Stadion oder einfach generell so einfach nochmal eine schöne Zeit mit ihm verbringen, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, so das, was ich gerne machen würde. Familienmensch. Nummer eins? Ja, auf jeden Fall. Mein Opa ist schon geil, aber jetzt spontan ist mir direkt Bob Marley irgendwie eingefallen. Krass. Ich denke mir so, am Strand in Jamaika. Wenn der da auf chillig Reggae singt, noch irgendwie ein bisschen was trinken, ist ganz geil. Das ist krass, das ist total unterschiedlich. Wenn man das so hört, dann denkt man sich so, ja doch, Bob Marley ist eigentlich echt eine gute Wahl. Bob Marley ist echt cool, ja. Meine Mama ist riesen Bob Marley-Fan. Ja, wen würdest du denn wählen, wenn du jetzt entscheiden müsstest? Boah, ich würde, glaube ich, auch meine Oma nehmen. Mhm, das ist doch schön. Ja. Ich würde, glaube ich, Crow nehmen. Richtig random, aber ich glaube, ich würde Crow nehmen. Weil wir haben dir die Antworten gefallen. Willst du noch einen hinterher schießen? Ja, also da ich mich jetzt so schwer entscheiden kann, mache ich jetzt eine Aufgabe. Mhm. Und der, wo es besser macht, den nehme ich dann. Okay. Jetzt bitte stöhnt einmal euren Namen. Nein, das ist sie wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Okay. Das wäre aber auch sehr lustig. Könnt ihr das mal machen? Ja. Scheiße. Okay, Nummer eins. Wilson. Der war auch schon stark. Nummer drei. Oh, Niklas. Wie bitte? Oh, Niklas. Das war zu viel. Okay, aber die haben es beide gut gemacht, muss man sagen, wie es ist. Ja, was war denn deine ursprüngliche Aufgabe? Also meine Aufgabe war eigentlich, wie ihr Mädchen im Club antanzen würdet. Oder ob ihr, ja. So Jungs, jetzt müsst ihr rasieren. Das ist die alles entscheidende Aufgabe. Wer es besser macht, der gewinnt dieses Format. Ich will jetzt so richtig Breakdance und sowas sehen. Okay, Nummer eins, darfst gerne anfangen. Ja, also einfach hingehen, ein bisschen mitwippen so. Cedric, komm mal her. Ja, warte, ich bin und dann, wenn es passt, entweder von hinten oder von vorne halt. Von hinten oder von vorne, ja, ein bisschen klar. Hier so, ein bisschen rumschenken. So. Ich check. Ja, ja, hab ich aber auch gefühlt, sag ehrlich. Hab ich sehr gefühlt. Nummer drei.
Boah, ich bin tatsächlich nicht so der krasse Clubgänger, aber ja, keine Ahnung, ich würde es wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen von hinten machen, aber ich würde eher mal gucken, vielleicht so ein bisschen rantanzen und dann ein bisschen den Augenkontakt bekommen und dann vielleicht schauen, was sich ergibt. Zeig mal so, wie das aussehen würde mit Händen und Füßen. Ja, keine Ahnung, vielleicht auch so ein bisschen so. Erstmal die Hände noch nicht so direkt in Angriff, aber dann mal gucken, ne, was sich ergibt. Also am Ende des Tages machst du nur diese lockere Step so. Ja, ja, ganz entspannt. Nicht so auffällig. Okay. Ja. Ja, beide von hinten also. Na, auch von vorne also. Je nachdem, also mal hinten, mal vorne. Je nachdem, in welcher Position. Drehen sich um dich rum. Ja. Okay, ich will, also ich würde die 1 nehmen und die 2, die kann gehen. Die kann gehen. Ah, nee, die 3. Nummer 2, komm, 3, komm gerne mal zu uns. Was okay, geht ab? Alles Hi. Klar? Ja, bei dir? Sorry. Hi. Hallo. Ja, alles gut. Kein Problem. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Du bist der Jüngste, ne? Ja, ich bin der Jüngste. Wie alt bist du? 20. 20. Oh, das Baby. Grüben hier unter allen. Aber du siehst gar nicht so jung aus, sag ehrlich. Geht wohl, ne? Der Bart. Ja, danke dir fürs Mitmachen auf jeden Fall. Kein Problem, sehr gerne. Komm nach Hause. Ich freue mich, dass ich mitmachen durfte, ne? Danke dir. Ciao. Tschüss. Ja. Das war schon wieder so cringe, ey. Ja, yeah, ich liebe sowas. Ich liebe, genau dafür bin ich hier. Ich glaube, die 1 hat sich echt hier gut durchgeschlagen und hat auch echt viel Selbstbewusstsein mitgebracht. Finde ich Deshalb lasse ich euch einfach mal alleine. Könnt ihr euch jetzt mal kennenlernen. Okay. Du bist ein bisschen nervös gerade, ne? Ja, schaffst du. Ich lasse euch alleine. Ich komme später mal nochmal vorbei. Wie kann ich vorkommen? Ja, wie du willst. Unten durch oder da. Ja, komm, ich geh schnell um. Hi. Hi, freut mich. Laura. Hi, Wilson. Freut mich. Wie groß bist du? Ich bin 1,92 laut letzter Messung, genau. Ja. Groß. Das, ja. Aufgeregt war ich schon, aber du bist ein hübsches, süßes Mädel. Dankeschön. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, dann gehen wir jetzt auf unser Date, oder? Ja, auf jeden Fall. Gehen wir was essen, was trinken irgendwie. Soll ich hier Hand? Ja, sehr. Nee, warte, so? So. Ja, so raus. Leute, das sah doch ganz gut aus. Mal schauen, was aus den beiden wird oder ob überhaupt was draus wird. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt mal unbedingt die Beschreibung aus. Dort findet ihr alle Kandidaten verlinkt, auch die Jungs. Also falls ihr gerade zugeguckt habt und gedacht habt, da war einer dabei, der war schnucklig, slidet gerne in die DMs. Und ihr findet auch ein Anmeldeformular, falls ihr selber mal hinterm Vorhang stehen wollt. Meldet euch gerne an. Wir drehen immer in Köln. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide, zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe.